Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach schmutzige Kopien loswerden kann, wenn man jetzt nicht die Chance hat, diese Autos für den Giftcast of Friends Glitch zu ersetzen. Und ja, zunächst einmal, was sind eigentlich schmutzige Kopien? Schmutzige Kopien sind sämtliche Autos, die ihr mit Giftcast to Friends bekommen habt. Ja, das sind wirklich sämtliche Autos. Wirklich alle Autos davon sind alle schmutzige Kopien. Und natürlich dann auch noch die Autos, die ihr dupliziert habt. Es gibt halt manchen Duplizierungsglitch, wo ihr halt ein iFruit-Kennzeichen benötigt. Und wenn ihr halt kein iFruit-Kennzeichen dort benötigt, dann ist das auch eine schmutzige Kopie. Und wenn ihr so ein Auto dann einfach im Los Santos Customs verkauft, dann zählt das so als 99 normal verkaufte Autos. Das heißt, wenn ihr halt mit einem Auto, was ihr per Giftcast of Friends Glitch bekommen habt, das ihr einfach nicht mehr haben wollt, und ihr damit einfach zum Los Santos Customs fahrt und das Auto verkauft, dann denkt Los Santos Customs, dass ihr 99 Autos verkauft habt, direkt hintereinander. Und ja, deswegen steigt ihr auch sehr, sehr schnell in Cheater-Level. Und ja, deswegen möchte ich euch einfach jetzt zeigen, was ihr stattdessen noch machen könnt, wenn ihr halt keine Möglichkeit habt, diese Autos an einem Giftcast of Friends zu ersetzen. Dafür braucht ihr einfach nur eine MOC. Und in der MOC braucht ihr dann hinten auf der dritten Position das Lager für persönliches Fahrzeug, so dass ich einfach mit meinem Elegy jetzt in dem Fall oder mit eurem Auto, je nachdem was ihr halt loswerden wollt, einfach hinten reinfahren könnt. Und ja, das werde ich auf jeden Fall auch jetzt machen. Ich fahre einfach mit dem Auto, was ich nicht mehr benötige, was ich halt einfach zerstören möchte, fahre ich einfach hinten in die MOC rein, drück Pfeiltaste nach rechts. So, dann gehen wir einfach wieder aus der MOC raus. Als nächstes schnappen wir uns einfach irgendein Straßenfahrzeug. Mit dem Straßenfahrzeug sollte man natürlich an hinten reinfahren können. Geht nicht mit allen Straßenfahrzeugen, also mit den Supersportwagen und sowas geht's nicht. Sucht euch einfach irgendein billiges Straßenfahrzeug und fahrt einfach mit dem Straßenfahrzeug hinten in die MOC rein. Drückt auch Steuerkreuz nach rechts, nimmt die Fahrzeuglagervollmeldung einfach an mit X. Und somit ist das Auto schon sozusagen zerstört. Also den Elegy, den gibt es jetzt nicht mehr. Den Elegy, den habt ihr jetzt überschrieben. Und um dieses Straßenfahrzeug jetzt einfach loszuwerden, fahrt ihr mit dem Straßenfahrzeug einfach aus der MOC wieder raus. Nun nimmt ihr einfach eine Haftbombe oder irgendwas anderes und zerstört das Auto einfach. Ja, und schon habt ihr die schmutzige Kopie beseitigt, ohne es verkaufen zu müssen und ohne jetzt im Cheater-Level zu steigen. Und ja, das ist wirklich auch die einzige Möglichkeit, die Autos zu zerstören, wenn man halt nicht die Möglichcheit hat, die Autos halt für den Giftcast to Friends Glitch zu ersetzen. Und ja, ich hoffe, das kleine, da feine Video hat euch gefallen, Leute. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.